Diszipliniert begrüßen sich die Bayerische Taekwondo-Union als Veranstalter, der TCS Kempten als Ausrichter, die Kampfrichter sowie die Athleten beim ersten Bayern-Pokal 2011 im Taekwondo-Zweikampf. Über 270 Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus ganz Bayern waren dafür in die Panorama-Arena nach Wiggensbach gekommen. Ziel eines jeden Einzelnen war es, Punkte zu sammeln. Wie ist beim Taekwondo klar festgelegt? Einmal die Spankick und Fausttechniken. Die zwei Techniken sind erlaubt. Die Fußtechniken sind nur für Rumpfbereich und die Fausttechnik ist auch für Rumpfbereich. Und der Fußbereich ist auch natürlich für den Kopftreffer ist auch erlaubt. Und bei der Kopftreffer bekommt man 3 Punkte, außer man macht eine Drehbewegung, dann bekommt man 4 Punkte. 105 verschiedene Gewichtsklassen traten beim ersten Bayern-Pokal 2011 gegeneinander an. Die jüngsten Wettkämpfer waren dabei 7 Jahre, die ältesten rund 30. Da der Pokal im südlichen Bayern stattfand, waren auch viele Allgäuer Vereine vertreten. Ja, die Allgäuer sind langsam erfolgreich, die werden langsam aufsteigen. Letztes Mal in der Challenge Cup haben sie sehr gut abgeschlossen. Und ich denke, die sind ein richtiges Ziel und die werden, denke ich, auch guten Erfolge erfüllen. Insgesamt waren die Allgäuer mit 35 Sportlern beim ersten Bayern-Pokal in Wiggensbach vertreten. Davon waren 12 vom TCS Kempten. Der war Ausrichter des Wettkampfs und freute sich über die große Zahl an Teilnehmern. Für die eigene Mannschaft malte sich der erste Vorsitzende gute Chancen aus. Ja, wir sind gut dabei. Also wir sind in Bayern, also in dem mittleren Bereich schon innerhalb einem Jahr. Von der Mannschaft sind wir an der 16. Platz. Na, heute werden wir wahrscheinlich bis der mehr hochkommen. In der 10. wahrscheinlich innerhalb einem Jahr. Ich bin stolz mit meinem Kämpfer, mit meiner Mitarbeit. Also wir sind echt stark. Der erste Bayern-Pokal diente nicht nur dazu, Punkte für die Rangliste der Bayerischen Taekwondo-Union zu sammeln. Gleichzeitig ging es schon jetzt um die Qualifikation für die Bayerische Meisterschaft im November. Und dann ist da ja auch noch das Thema Olympia, wo Taekwondo seit dem Jahr 2000 eine offizielle Disziplin ist. Es träumen sehr viele davon. Wenn man die fragt, sagen die alle, ich will mal nach Olympia. Wir haben ja alle 3 Monate Gürtelprüfung, aber Das reduziert sich natürlich sehr schnell. Ein Teil von denen wird ins Bayernkader kommen, davon wieder ein Bruchteil ins Bundeskader und davon nur die besten 4. Wir haben ja 8 Gewichtsklassen, aber bei Olympia nur 4. Und da ist die Auswahl so schwer. Ich würde mich freuen und hoffe es auch, aber das kann man nie voraussagen. Vielleicht kann also einer der Sportler, der hier beim ersten Bayernpokal in Wiggensbach dabei war, irgendwann bei den Olympischen Sommerspielen sein Können zeigen.